Ja, Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Motorradvideo. Und zwar geht es heute weiter mit der Kawasaki ZX9R. Nachdem es im letzten Video leider ein paar Probleme gegeben hatte. Es ist sehr viel Kühlwasser ausgelaufen. Ich hatte auch Angst, dass das Benzin leer geht, aber anscheinend war dann doch etwas mehr Benzin drin, als ich gedacht hätte. Und das Motorrad ist am Ende des letzten Videos auch sehr, sehr heiß gewesen. Die Temperaturanzeige war schon fast im roten Bereich teilweise. Mein Vater hat nach der Fahrt dann daraufhin das Thermostat ausgebaut und es gab noch einen O-Ring, der etwas kaputt war. Deshalb ist das Kühlwasser da rausgelaufen, weil der O-Ring nicht mehr dicht gewesen ist. Und das ganze Kühlwasser hat sich ja überall auf dem Motorrad verteilt. Das war echt nicht so geil, aber es sollte jetzt eigentlich alles passen. Hoffe ich mal zumindest. Also ich hatte jetzt auch keine Probleme mit dem Anfahren. Beim letzten Video lief das Motorrad schon vor dem Losfahren schon ein paar Minuten. Deshalb bin ich ohne Choke angefahren. Aber jetzt bin ich mit Choke losgefahren, also weil der Motor ganz kalt war. Lief eigentlich ganz okay, also ohne Probleme, ganz entspannt. Nur eine weitere Sache, die auch manchmal passiert, nämlich wenn man vom Leerlauf in den ersten Gang schaltet, kracht das manchmal. Sonst alle weiteren Gänge lassen sich entspannt schalten, also vom ersten in den zweiten und so weiter. Aber vom Leerlauf, wenn man in den ersten geht, kracht das manchmal so richtig laut. Also am Ende hat das Getriebe auch irgendwelche Probleme, aber schon ärgerlich gewesen. Aber vielen Dank für das krasse Feedback. Also die ersten beiden Videos zu den richtigen Fahrten kamen sehr, sehr stark an. Also mega an alle, die den Kanal auch neu abonniert haben durch die Motorradvideos. Freut mich echt zu sehen, auch die ganzen Kommentare zu lesen. Sehr, sehr nice. Also vielen Dank für das positive Feedback. Das zweite Video kam, glaube ich, sogar besser an als das erste. Hat mittlerweile schon über 1200 Aufrufe. Und das, obwohl das Video vor einer Woche, glaube ich, rauskam. Sehr, sehr stark. Freut mich. Finde ich echt nice, dass der Motorrad-Content so gut ankommt. Das Video mit den neuen Aufklebern hinten, das kommt aus meiner Sicht erst morgen online. Gerade noch ein bisschen windig, aber ansonsten echt schönes Wetter. Also 16, 17 Grad. Genau richtig. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Das ist echt geil. Sehr, sehr schön hier. Bei dem Video mit der ersten richtigen Fahrt, wo wir diese enge Strecke gefahren sind, da bin ich ja auch hier entlang gefahren am Anfang. Aber ich glaube, heute werde ich auch nochmal einen Soundcheck aufnehmen. Kurz mal ein bisschen im Stand, ein bisschen Gas geben, weil der Auspuff klingt schon sehr, sehr geil. Das Einzige, was mich gerade stört, das Mikrofon rutscht die ganze Zeit irgendwie nach rechts, also genau zu meinem Mund. Und das ist halt nicht so geil, soundtechnisch, wenn das genau vor dem Mund ist. Ich habe das immer so quasi in meinem Helm, mein Mikrofon liegen. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals verlinkt hatte, aber ich habe das bei Amazon einfach so ein 10-Euro-Mikrofon. Und das macht echt seinen Job eigentlich sehr, sehr gut. Also man braucht keine teuren Mikrofone für Motorradvideos. Einfach ein 10-Euro-Mikrofon, was man ins Handy reinsteckt. Also ich habe zwei Handys dabei. Mein altes, wo eben noch ein Klinkenanschluss für das Mikrofon da war. Und das ist echt solide. Und ansonsten habe ich halt noch die GoPro. Aber das war's eigentlich. Wir fahren mal Richtung Kurpfalzpark. Auch immer eine sehr geile Strecke zum Motorradfahren. Ja, die Drehzahl macht wieder ein paar Faxen. Irgendwie nur bei 1200 oder so springt die ein bisschen runter und hoch. Digga, ich denke mir jetzt wieder, dass der Motor einfach ausgeht. Also das ist das gewesen, genau das. Komisch. Das ist genau das, was ich meine. Also der Motor geht fast aus und ich muss irgendwie Gas geben, um überhaupt normal anfahren zu können, obwohl das sonst immer geklappt hat. Boah, schöner Sound mal wieder. Also ich liebe diesen Sound beim Hochbeschleunigen, besser als bei der Honda CBR, weil die Honda hat halt eher sowas Schrilleres, was auch geil war, aber ich feiere irgendwie diesen bassigen, tiefen Sound, der ist einfach richtig schön. Da ist gerade eine fette Biene. Ich hoffe, die ist nicht mehr auf mir drauf. Ich hoffe, die ist entweder weggeflogen oder hat das Ganze nicht überlebt. Okay, der überholt. Aber der Mercedes hat da auch entspannt überholt. Ah, ey, falls das eine Wespe war, weil ich habe gerade voll das Ziehen im Nacken gehabt. Scheiße, aber egal, wenn das der Stich war. Der Weg, den ich fahren wollte, ist einfach gesperrt. Mal gucken, wo wir jetzt lang geführt werden. Aber das ist anscheinend eine Umleitung. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo die Umleitung jetzt uns hinführt, weil da stand gar nichts mehr. Am Ende fahren wir ganz falsch. Jemand hat auch reingeschrieben, wegen der Tankanzeige. Wegen der Form des Tanks ist halt der Stand beim Benzin immer ein bisschen falsch. Also der misst ja nur die Höhe, aber an der einen Stelle ist ja der Tank viel, viel breiter in der Mitte als zum Beispiel oben. Ja, ganz entspannte Ortschaften hier, aber ich will eigentlich diese schöne Straße fahren. Genau das ist natürlich gesperrt, wo ich fahren wollte. Da rechts will ich eigentlich reinfahren, in den Pfälzerwald, aber man kann einfach nicht. Auch mal ohne, dass das Getriebe so laut gekracht hat. Das passiert immer so jedes zweite Mal, wenn man in den Leerlauf geht. Hier bin ich auch noch nie gewesen. Aber okay, sieht man auch mal was Neues heute.
Okay, die Umleitung war anscheinend doch richtig. Alter, als ob. Das ist ja eine Mega-Umleitung. Statt diesen schönen Weg muss ich durch diese ganzen kleinen Ortschaften fahren. Okay, das war jetzt auch wieder normal. Okay, krasses Auto. Ich habe auch seit gestern so ein bisschen Nackenschmerzen. Beim Motorradfahren merke ich das zum Glück kaum. Ja, jetzt hat das Getriebe so Faxen gemacht. Wer da mehr weiß, schreibt das bitte auch gerne in die Kommentare. Wir sind echt so weit gefahren, fast eine halbe Stunde oder so. Hier auch immer so ältere Fabrikhallen, auch ganz interessant. Ah, jetzt der richtige Weg. Ey, das ist ja krank. Hier den Berg hoch. Mit der Honda hatte ich nicht so viel Power. Aber ich habe echt Angst, schnell durch die Kurven zu fahren, weil diese älteren Motorräder, die hatten halt keine Hilfen, keine ABS, keine Traktionskontrolle. Boah, ey, diese Power beim Losbeschleunigen, schon geisteskrank. Jetzt gerade im zweiten Gang. Das ist krank. Ich war, glaube ich, so bei 9000 Umdrehungen oder so. Und der rote Bereich fängt bei 12.000 an. Also schon sehr, sehr krass, dieser Sound, ganz ehrlich. Ey, das Benzin geht aber wieder so schnell leer. Also jetzt bei der Hälfte. Weil wenn die Tankanzeige analog ist, da bin ich mir nie genau sicher, wie viel noch drin ist, wie viel verbraucht wurde. Müsste auch mal Videos aufnehmen, wo ich einfach an der Kamera vorbeifahre. Ja, das klingt aber jetzt komisch. Wenn ich hier so aus 2000 Umdrehungen rausbeschleunige, klingt nicht gesund. Das klang nicht so gut. Ah, das ist gesperrt. Ah, scheiße. Anlieger bis Baustelle frei. Ah, okay. Schade. Ich hoffe, das ist nicht von mir. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist schon wieder Kühlwasser ausgelaufen. Unglaublich. Ich dachte, wir hätten das gelöst. Alles easy. Aber bei längeren Fahrten passiert anscheinend immer das Gleiche. Ja, da tropft schon wieder Kühlwasser raus. Super. Geil. Ey, das ist doch echt lächerlich. Echt schade, weil das Motorrad gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Was ein Scheiß, jetzt mal ehrlich. Ist echt schade. Am Ende Zylinderkopfschaden oder so, kann man das Motorrad direkt verkaufen. Wenn man es überhaupt noch verkauft bekommt. Hier tropft wieder schön Kühlwasser runter. Ey, was eine Scheiße. Hier auch. So läuft das Motorrad im Leerlauf. Ich weiß nicht, ob ihr was vielleicht raushören könnt, ob irgendwas vielleicht nicht in Ordnung ist. Noch schön ein bisschen Wasser mitgenommen. Das Motorrad steht auch immer extrem schief. Ich weiß nicht, ob das normal ist, sodass ich immer ein bisschen Angst habe, dass das umkippt. Ich habe gar keinen Bock auf diesen langen, wobei ich fahre, glaube ich, andersrum, über Bad Dürkheim. Dann müsste das, hoffe ich, passen, weil ich habe keinen Bock, nochmal den gleichen Weg zurückzufahren. Ja, okay, dann fahren wir mal weiter mit Kühlflüssigkeitsproblemen. Sehr, sehr ärgerlich. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Wer, wie gesagt, mehr weiß oder Tipps hat, ey, bitte schreibt das sehr, sehr gerne rein, weil das würde mir absolut weiterhelfen. Dankeschön schon mal im Voraus. Habe ich noch mal kurz den Sound ein bisschen aufgenommen, weil das will ich auch immer machen. Und es stinkt schon echt brutal, Alter. Also dieser Sound, der Auspuff, dieser bassige Klang. Boah, Alter, wie steil das war. Ist mir gar nicht vorhin so vorgekommen. Heute die Fahrt lief eigentlich ohne Probleme, dachte ich zumindest, weil kein Kühlwasser hochgespritzt kam. Aber es ist doch die ganze Zeit ausgelaufen. Sehr, sehr schade, Freunde. Ja, schon geile Strecke aber hier. Macht sehr, sehr Bock. Wir haben 11% Gefälle. Schon krass eigentlich, 11%. Ja, aber da mit dem Tank, das stimmt doch auch nicht. Als ob wir nur 46 Kilometer fahren und der Tank schon halb leer ist. Bei der Honda wusste ich, okay, 200 Kilometer kann man locker damit fahren. Sogar noch mehr meistens. Kann doch nicht sein, dass man nach 50 Kilometern den halben Tank leer gefahren hat. Boah, da liegt einfach ein fetter Stein. Oha, der war echt groß. Was ein Vollidiot. Überholt den einfach in der Kurve und ich musste gerade schon abbremsen, dass der Typ noch rechtzeitig quasi einscheren kann. Ah, da vorne kommt, glaube ich, diese krasse Kurve. Ich bin immer von der anderen Seite runtergekommen. Bergauf ist ja entspannter, aber bergab ist die schon krass. Aber ja, man sieht ja, wie eng das ist.
Jetzt kommen die krassen Motorradfahrer. Da zähle ich mich absolut nicht dazu. Boah, der hat ein geiles Motorrad. Repsol Honda CWR 1000 RR, ich glaube SC 59 war das. Also so ungefähr 2010er Baujahr. Sehr schön. Hatte ich mich ja auch umgeschaut nach einer CBR 1000 RR. Aber ich fand die Sitzposition so unbequem. Also das war noch extremer als bei der CBR 650 R. Weil jetzt hier, ich sitze eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen wehtut, ist rechts das Handgelenk. Aber das hatte ich auch schon immer bei der CBR. Bloß das hat da immer ein bisschen früher angefangen. Sehr schön hier gerade mit dem Fluss. Jetzt an der Tankstelle war nicht so viel Kühlwasser, komischerweise. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Also der Verbrauch ist schon sehr, sehr komisch, sehr hoch. Gerade mal 80 Kilometer gefahren, Tank war gefühlt schon leer, also laut Anzeige. Ich habe gar nicht viel getankt, also ich habe 14 Euro gezahlt. Habe jetzt gar nicht geschaut, wie viel Liter das waren. Also ungefähr 7, 8 Liter, mehr nicht. Schaut mal auf die Temperaturanzeige, geht direkt wieder hoch. Weil man hier rumsteht wie ein Idiot. Wieder rot, ich habe keinen Bock mehr. Aber schon krass, also das Stehen an der Ampel lässt die Temperatur sowas von hochsteigen. Mal gespannt, ob zu Hause das Kühlwasser noch wieder ausläuft. Ich würde an der Stelle sagen, falls ich nichts mehr reinschneide, war es das mit dem Video. Lasst gerne wie immer Like und Abo da, falls ihr neu seid, keine weiteren Motorradvideos verpassen möchtet, Freunde. Leider nicht die beste Route gewesen, deshalb war das jetzt nicht so interessant teilweise. Ich habe ein bisschen was Neues gesehen. Lasst Like und Abo da, habt noch einen schönen Tag, haut rein und ciao!